Sie werden lachen. Es wird ernst. Was heißt ernst? Aufregend. Wegen dieser aktuellen Sensationsmeldung aus Kärnten. Streit um Verantwortung für das BZÖ. Die jüngeren Zuschauer werden sich jetzt fragen, BZ was? Na, BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich. Ja, das ist allerdings eine Partei, die mehr Vergangenheit hat als Zukunft. 0,4% hat sie bei der letzten Landtagswahl in Kärnten erreicht. Ja, dabei war sie dort bis 2013 an der Macht. Dann hat sie bei der Landtagswahl einen rekordverdächtigen Verlust von mehr als 38% eingefahren und den Landeshauptmann verloren. Zugleich mit ihrer Existenzberechtigung. Ja, das muss geschmerzt haben wie 1000 Nadelstiche. Ja. Kennen Sie diesen Mann, also den unten? Blicken wir noch weiter zurück ins Jahr 2008. Damals hat das BZÖ zum ersten Mal einen Landeshauptmann verloren, eben ihn. Wird Gott liebe uns, wird Gott Jörg Haider, ja, der hatte sich 2005 mit dem orangenen BZÖ von der FPÖ abgespalten. Ja, und dann kam eben 2008 dieser berühmte Wetterumschwung. Die Sonne ist in Kärnten vom Himmel gefallen. Heute wissen wir, die Sonne war randvoll mit Wodka und das BZÖ einen Disco-Unfall später führerlos. Führerlos oder in anderen Worten Gerhard Dörfler. An diesem Bild ist so vieles verstörend, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber egal. Gerhard Dörfler war bis 2008 Haiders Stellvertreter. Ein Mann, bei dem im Rahmen des Ortstafelstreits sogar für die Staatsanwaltschaft fraglich geblieben ist, ob er die Tragweite seiner Handlungen einzuschätzen vermochte. Ja, quasi ein Deppenzertifikat. Und damit kann man eigentlich nur mehr eines werden. Richtig, Kärntner Landeshauptmann. Und in weiterer Folge dann BZÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2009, im Jahr nach Jörg Haiders Tod, mit einem Spitzenteam. Vier Superhirne, zusammen leistungsfähig genug, um sich einen vierstelligen Bankomatcode zu merken. Beste Freunde, die alles miteinander machen. Bergsteigen. In einem Prunkraum herumstehen. Und natürlich einheizen. Erfunden hat diese wunderschönen Plakate er, Stefan Pätzner. Ganz im Geiste Haiders eine Kampagne wie ein Vollrausch. Das Buberl-Quartett, Gerhard Dörfler, Stefan Pätzner, dazu die Parteiobleute Harald Dobernik und Uwe Scheuch. Die Wahl 2009 hat Dörfler mit fast 45% der Stimmen gewonnen. Direkt nach Haiders Tod hätten wir allerdings auch ein Stofftier einfach hinsetzen können. Ne? Wobei, es stimmt nicht ganz, das Stofftier hätte 52% bekommen. Ne? Ja, schöner wurde es dann aber nicht mehr für Dörfler und Co., denn bald darauf pendelten alle vier beständig zwischen Landtag und Landesgericht. Ab 2010 hagelt es nämlich eine Reihe von Anklagen, zum Beispiel in der Affäre rund um diese Broschüre. Vier Tage vor der Landtagswahl wird das Werk damals an alle Haushalte verschickt, samt Imagevideo. Wie Sie sehen, die Weichen sind gestellt. Alles verdächtig im Stil der damaligen BZÖ-Werbelinie. Auf fast jeder Seite ein BZÖ-Politiker und überall der damalige BZÖ-Slogan, garantiert. Finanziert aber mit Landesgeld. Wahlwerbung auf Landeskosten? Ui, 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 sowas darf man nicht. Pätzner gesteht und es gibt Strafen. Pätzner bekommt 10 Monate bedingt. Dörfler 8 Monate bedingt und 15.000 € Geldstrafe. Dobernik 4 Monate bedingt. Scheuch 22.000 € Geldstrafe. Für Uwe Scheuch war das aber nicht das erste Urteil. Ihm wurde in der Part of the Game-Affäre der Prozess gemacht. Scheuch hatte reichen Russen gegen Geld die Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. In Scheuchs Worten: Der investiert würde mit den 5 Millionen €. Und bei der Umsetzung des Projekts hat er sehr gewichtig die Staatsbürgerschaft und nur mal mit Part of the Game. Tja, da war die Strafe natürlich nona nicht Part of the Game. 7 Monate und
67.500 Euro. War aber noch nicht alles. Scheuch hatte noch ein Verfahren wegen Untreue für 4.400 Euro und er war Beklagter in der Causa Ideenschmiede, eine Werbeagentur, über die Scheuch öffentliche Gelder für seinen Wahlkampf umgeleitet hatte. Weitere 6 Monate. Ja, da geht einer ganz schön in Führung. Aber hier kommt der Herausforderer. Harald Dobernik. Delikt? Wieder mal Untreue. Die Finanzierung von BZÖ Schaar, also aus Mitteln des Landes, war am Anziehen, 1 Monat bedingt und die Rückzahlung der Schadenssumme von 26.000 Euro. Jetzt hat Dobernik aber mit einem weiteren Prozess den Jackpot geknackt. Wieder Untreue, im Gegenwert von 16 Monaten bedingte Haft und 8 Monate unbedingt. Damit gewinnt mit einer Fußfessel Vorsprung Harald Dobernik. Man sollte meinen, dass Leute mit so einer Bilanz den Rest ihres Lebens schamgebeugt in einer Höhle im Wald verbringen. Was also wurde aus Haiders Erben in Kärnten? Stefan Petzner ist heute Politberater. Von ihm kann man lernen, wie man das Volk mit rassistischen Kommentaren aufhetzt und politische Gegner mobbt. Oder wie er es formuliert, ich habe jeden angepinkelt, der anzupinkeln war. Ja, geballte Inkompetenz kann man ihm nicht vorwerfen, eher geballte Inkontinenz. Harald Dobernik arbeitet bei einer Firma für Dämmstoffe der Hirschgruppe. Ist wahrscheinlich eine Verwechslung. Ne? Vermutlich hat Dobernik ganz einfach geglaubt, eine Gruppe von Hirschen, da ist bestimmt wieder das BZÖ. Ne? Uwe Scheuch ist jetzt wieder Landwirt, wie schon vor seiner politischen Karriere. Er hat also den inhaltlichen Mist einer solchen Partei gegen echten Mist getauscht. Oft sieht man ihn allein am Feld als Vogel Scheuch. Und der Dörfler Gerhard, der hat noch als Landeshauptmann die Abschaffung des Bundesrats gefordert. Raten Sie einmal, wo er nach der verlorenen Wahl einen Sitz ergattert hat? Genau, im Bundesrat. Ne? Von dort rettet er sich später dann in die Pension. Ja, und das BZÖ selbst, das wurde eigentlich schon 2009 ins Wachkoma geschickt, als sich Dörfler und seine Freunde von der Splittergruppe abgesplittert haben und sich FPK nannten, die Freiheitlichen in Kärnten. Freiheitlichen in Kärnten als Kürzel müsste das ja eigentlich anders heißen. Ja, und dann kam der Anschluss, also nicht Österreich, sondern Deutschland. Nein, die FIK hat sich noch 2009 wieder mit der FPÖ vereinigt. Im Bund hatte das BZÖ übrigens auch ein paar bekannte Masseverwalter, zum Beispiel Peter Westenthaler, Hubert Gorbach oder Gerhard Groß, besser bekannt als Satirebeitrag bei der Präsidentschaftswahl. Aber niemand hat so sorgfältig das Erbe Jörg Haiders bewahrt wie die Herren Scheuch, Dörfler, Dobernik und Petzner. Sie haben erfolgreich das Werk ihres Ziehvaters weitergeführt und wären beinahe ans Ziel gelangt, denn bald nach Ende ihres segensreichen Wirkens hat nicht mehr viel gefehlt und Kärnten wäre tatsächlich bankrott gewesen.